Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim mit dem Khajiit, der seinen Schwanz nicht kontrollieren kann. Und wir befinden uns gerade in einer Räuberhöhle oder so. Ich weiß es gar nicht, eine Woche her, dass ich gespielt habe. Karte, wir befinden uns. Genau, bei der Rüstungskammer nach Hinweisen suchen. Ah, gut, jetzt weiß ich wieder. Wir schleichen derzeit die Gegend. Holen wir unseren Bogen raus. Und dann schauen wir mal, wen wir da unten finden. Wer kriegt denn jetzt nichts aufs Maul? Lagerräume. Sehr schön, das ging flott bis hierhin. Bin ich mal gespannt, was für Beweise wir finden. Wenn der Ladebildschirm vorbei ist. Und wir sind bald schon im nächsten Level. Oh, Hallöchen! Was ist denn das da? Das sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus, ne? Das ist eine Rüstung. Headshot! Ich war's nicht! So viel kann ich dir sagen. Das ist ein normaler Bandit, ne? Hallo Banditenfreund. Ich hab was ganz Schönes für dich. Wie, was? Wie hat er mich entdeckt? Jetzt wird er mich nicht mehr entdecken. Okay. Kannst das gar nicht wissen. Ach, komm, verzieh dich doch. Ganz ehrlich. Wie kannst du mich bitte sehen? Ganz stinknormaler Bandit ist klar und sieht mich. Mhm. Doch nichts lächerlicheres gesehen als das. Primitive Nord. Heavy Caress. Okay. Was haben wir denn da so Schönes gefunden? Tribunalmaske, ne? Ist auch nicht schlecht. Stormlord. Schuhe? Wer hat denn so kleine Füße? Ist ja süß. Niedlich. Was machen unsere Füße? Gut, wir haben ja die. Stimmt. Eine schwere Rüstung ist das. Ja, tschüss. Ich brauche keine schwere Rüstung. Und Scheiß brauche ich nicht. Wo sollen wir genau suchen nach dem Hinweisen? Da hinten. Okay, haben wir hier sonst noch irgendwas? Außer ein Schild, das wir nicht brauchen. Und leere Reale? Ich glaube nicht. Gut, dann springen wir mal hier weg. Mit Springen sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Ich fasse es nicht, dass so ein stinknormaler Bandit mich gesehen hat. Hello, wer bist denn du? Nun tschüss, mein Freund. Keine Söhle war groß genug. Okay. Die Pfeile nehmen wir mit, wieso nicht? Kann man ja machen. Wir können zweimal zuschlagen, wenn er alleine ist. Bevor er mich entdeckt. Einer ganz alleine. Du, mein Freund, du gehörst mir. Zack! Weg mit dir, 30-facher Schaden. Hoho. Ins Gesicht mit dem Dolch. So, Ringmail Boots. Oh, nicht schlecht. Sieht schon echt fett aus. Wieso habe ich euch nicht gesehen? Komme ich an dem vorbei? So, nur der Anführer, der wird ein bisschen stärker sein übrigens. Irgendwas stimmt mit deinem Arm nicht, nur mal so. Geile Sachen, ey. Wir nehmen hier mal die Handschuhe weg. Wir nehmen hier mal alles weg. Ach, jetzt hat er plötzlich Hände. Moment. Ach, bei mir sieht man die Hände plötzlich, oder? Halt, ich habe die Rüstung nicht an. Jetzt ist es die Rüstung. Oh, die Handschuhe sehen so cool aus. Heilige Scheiße, sehen die cool aus. Aber wir können sie leider nicht tragen, das ist das Problem. Wir müssen unsere Handschuhe tragen, aber egal. Wo ist die Rüstung, die er getragen hat? Hat er sie noch an? Nee.
Der hat doch eine Rüstung gehabt. Was erzählt denn mir der Typ? Warte kurz, warte kurz. Meine Hände. Ich bin armlos und glücklich. Das ist cool. Wollen wir andere Handschuhe anziehen, wenn wir unsere Handschuhe anziehen? Ah, da sieht man unsere Hände. Schade. Aber das ist cool. Das gefällt mir. Naja, dass das eine leichte Rüstung ist. Seltsam, ne? Sieht aus, ich sehe voll schwer bewaffnet aus, weißt du? Leichte Rüstung, ist klar. Na gut. Ich glaube, ich mal das Geld, ne? Das braucht ihr bestimmt nicht mehr. Anweisung. Alle Truppen brechen sofort auf. Befehl. Ihr sollt die Docks übernehmen und die Verschiffungen aufhalten. Haltet eure Augen nach dem Objekt offen. Ingvar möchte, dass wir es finden, und wenn uns das gelingt, gibt es eine große Belohnung. Haltet die Docks, bis ihr weitere Befehle bekommt. Wenn Zuflucht vonnöten ist, nutzt Ijalmars Rüstungskammer im Nordosten. Ah, es ist die Zuflucht. Ja, ich nehme das Ding hier mit. Die Sachen sehen echt fett aus, muss man schon sagen, aber sind alle leider zu schwach. Gut, sonst ist hier niemand, ja? Na gut. Damit hätten wir auf jeden Fall die Beweise. Und gehen wir mal zurück. Wenn man sich so eine Figuren von Skyrim mal betrachtet, sehen sie eigentlich total desastermäßig aus. Aber darum geht es ja in solchen Spielen nicht, es geht um Spaß. Scheiß auf Grafik. Ich meine, ich habe jetzt Mods installiert für eine Grafik, das müsste eigentlich reichen. So, zeige Agna die Befehle. Was sind denn hier Feinde in der Nähe? Komm, wir gehen mal da hinten. Zum Schloss kommen wir sowieso, ne? Höchstwahrscheinlich, das sieht schon so auffällig aus. Was sind denn hier Feinde? Ich glaube, ich sehe einen Troll. In den Rücken wie so ein Arsch. So, Garte! Die ist noch so weit weg vom Level entfernt, ey. Holy shit. Aber wir werden auf jeden Fall sehr hoch kommen, weil wir dieses Spiel ja noch sehr lange spielen werden. Hallo Pferd, wie geht's dir? Greetings. Ingvar hat eine Armee mobilisiert, um noch etwas zu suchen. His entire army? Then I am not sure what we are up against. Warum nicht? Stalgard has had no reason to have an army for a long time. You see, the last time we fought was just over 100 years ago. His family wanted the throne, and they attacked the Falskar and Amberholds. The war ended with us the victors, and his family put town in shame. They agreed to never try to gain power again. And ever since it has been mostly peaceful here. Also, was könnte er dann wollen? I am not sure. But whatever it is bad news for us. And he needs to be stopped. We had best get my house, Carls. The Jorgunder family has served mine loyally for hundreds of years. All that's left of them are two brothers, Ulgar and Svegard. Follow the river east until you come to a stream. Follow that stream north,
and it will take you to their cabin. Tell them that they are to resume their duties as my housecarls. It is not a statement that is spoken lightly, and they will know it means war is upon us. What can I help you with? Waren wir schon nicht bei den beiden? Ja, es zahlt sich immer aus, die Karte aufzudecken, Freunde. Es zahlt sich immer aus. Sehr schön, sehr schön. Dann sparen wir ein bisschen Zeit. Hallo, Pferd. Hey, greetings, Khajiit. Hallo. Ihr und Svegard seid angehalten, euren Pflichten als Jarl Agnars Hoskal nachzukommen. That bastard Inga, up to something. We knew this would happen someday. Tell Agna that we will prepare, then head down there. Sorry, ich musste niesen. Und nochmal zurück, weil es so schön war. Okay, die beiden Brüder wollen also mitmachen. Sehr schön. Dann gehen wir nochmal glatt zurück. Wir müssen aber noch herausfinden, was es mit diesen Altaren auf sich hat. Überall Pferde. Es ist die Invasion der Pferde. It's simple, and I'll only ask one more time. Let us search, and then we'll leave. You will do no such thing. I don't know what you're up to, Ingvar, but you will leave my people be. You will let us search, or else. Or else what? Go back to Stalgard, Ingvar. You are not welcome here. Leave me and my people in peace. I'll be back, and you'll regret this. Your whole town will. Können wir den hier einfach töten? Stalgard already? You're on vacation, are we? We've got trouble. Shut up, both of you. Vegard, Ulgard, it's good to see you two again. Indeed. Ist der tot? It has been too long, my friend. How may we serve you, my king? Svegard, we have been over this. Sorry. We've got trouble, Agnar. Stirb! Ingvar is up to something. Big surprise there. Er will nicht sterben. Ich meine, er ist ein bisschen blutig, ja, aber er will nicht sterben. Na gut, lassen wir kurz aufstehen, dann gucken wir mal, was er in seinem Inventar hat. Wir hören den gleich zu. Die Person ist beschäftigt, willst du mich verarschen? Oh, die Person ist beschäftigt, du kannst sie jetzt gerade nicht beklauen. Am Arsch. Stell dir vor, da kommt ein Einbrecher bei euch in die Bude. Ich bin gerade beschäftigt, kommen Sie später wieder. Shut up, both of you. Svegard, Ulgar, it's good to see you two again. Indeed. It has been too long, my friend. How may we serve you, my king? Svegard, we have been over this. Sorry. How may we be of assistance, Agnar? Ingvar is up to something. Big surprise there. He demanded to search the town and has mobilized his entire army. His entire army? He is up to something for sure. I fear he may make a move on Amberg Creek or Borwald. I think you two need to be here. Of course, Agnar. Our swords are yours. Very good. Then we must figure out what... Brother Thorlo? Have you decided to help? Greetings! What happened? He came to the Priory, demanding to search the place. We let him search the main temple. And when he wanted to search the private quarters, Brother Colin stepped in. His men simply killed him. And searched the place anyway. They tore it apart. We buried him, cleaned up, and grabbed our weapons.
We were to remain neutral until provoked. And Ingvar just hit the beehive with the stick. Wherever you need us, we sons of Shor will be there! May Brother Collins be guided swiftly to Sovngarde. I am glad you decided to fight. This may be worse than we thought. What could Ingvar possibly want? He tried to search the Priory and then Amber Creek. Why hasn't he touched Borvald? Borvald! Either he has already been there, or he is headed there now. Jarl Varfred must be warned. Then we aren't leaving your side. You're in too much danger. Ulgar is right. And I must stay to mourn, and to think. That just leaves our friend here. The Khajiit? Okay. Okay. Just leaves you. We'll stay here and look at guard reports. Maybe we can figure out exactly what Ingvar wants. Okay, mein Spiel hat sich geschlossen, seltsamerweise. Okay, Ingvar ist also, Borvald, the city on the plateau to the east. It's been locked down due to the increased bandit activity. But his house Karl should let you in. Tell him what has happened. We are on the brink of war. One that could be bigger than any this land has seen before. Warn Jarl Valfred. Time is of the essence. Now go! Der ist ja gut. Es sieht so aus. Ingvar sucht nach irgendwas, war bei der Priorei, hat da irgendeinen Bruder umgebracht, hat weitergesucht. Anscheinend nichts gefunden. Wahrscheinlich so hat er das Versteck von dem von dem Totenbeschwörer gesucht, denke ich mal. Und ja, jetzt müssen wir Nachricht an Borvald schicken. Das ist die Stadt da oben, die wir gesehen haben. Würde Ingvar Borvald wirklich angreifen? It wouldn't be the first time his family has done something like this. In the war 100 years ago, they tried to take the city. Fortunately, it was later in the war, and Sevadil's Borvaldur had his army prepared for the attack. However, if Ingvar attacks now, Jarl Valfred will be completely unprepared. Borvald is in very great danger. Okay, wir waren sie. Ihm hat das schon. Ah, ich wusste es doch. Borvald. Na gut, dann gehen wir mal zurück hier nach Rüstungskammer und dann werden wir doch noch in der Umgebung ein bisschen was untersuchen, bevor wir dann zu Borvald gehen und um ihm die dringende Nachricht zu übermitteln. Okay, mein Pferd, ich verstehe schon. Hier sind Berge überall, ja, wunderschön. Hier kommen wir hoch, ja, das heißt, wir müssen hier nach links. Pferd. Okay, mein Pferd ist verschwunden. Macht nichts, wir gehen zu Fuß. Ach, da bist du, Pferd. So, mir wurde gesagt, ich soll das Spiel heller stellen. Aber ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Das haben wir schon mal versucht, heller zu stellen. Wieso spielen wir auf Meister? Waren doch die ganze Zeit auf Legendär. Seltsam. Egal. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Okay. Anzeige, Helligkeit. Na gut, heller geht's nicht. So. Ich glaube, das ist schon ein bisschen zu hell, ne? Es ist schon ein bisschen zu hell. Option. Hä? Achso, hier. Einstellungen, Gameplay, Anzeige. So. Passt schon. Lassen wir es halt so. Also auf meinem Bildschirm ist das verdammt hell. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Auf meiner Anzeige ist es verdammt dunkel. Aber da gucke ich auf dem Fernseher drauf und der hat eine andere Einstellung. Vielleicht habe ich einfach nur sehr hohe
Helligkeitseinstellung auf meinem Monitor. Und normalerweise müsste es dunkler sein. Das kann natürlich sein. Da müssen wir hin. Auf dem Weg gibt es aber nichts zu erkunden, oder? Nö. Ihr könnt ja mal sagen, wie hell es bei euch ist. Dann könnte ich das anpassen. Hallo Stadtwache. Chillt die da erstmal. Amber Creek. Ah, hier führt das hin, ne? Ist auch sehr interessant da hinten. Vielleicht gehen wir da nochmal hin. Aber erstmal gehen wir hier lang. Erstmal das Wichtige erledigen, Freunde, und dann den spaßigen Teil. Mit dem Erkunden. Hier ist ja eine Hütte. Mit nichts drinne. Alter Pferd. Wieso haben die Pferde den Drang, immer wegzulaufen? Ich weiß es nicht. Anstatt mal da zu bleiben. Ach, das ist ein Stein. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Hier müsste irgendwo der Weg hoch sein. Und hier sind nämlich auch Gärten. Das heißt, wir müssten hier eigentlich easy hochkommen, ne? Ah, das sieht doch noch aus. Huh, Stadtwache, hallo. Also was, wir gehen hier mal vom Pferd runter. Am liebsten habe ich sowieso zu Fuß. Borwald entdeckt. Goran. The city is in lockdown by Jarl Walfred's order. What makes you think I'd let you in? Ich habe eine Nachricht von Agna, die sofort an Jarl Walfred überbracht werden müssten. Hm, very well. I'll show you to Jarl Walfred. Follow me, please. Okay. We have a visitor for Jarl Walfred. Open the gates. Follow me. Kein Ladescreen. Ich bin begeistert. Eine etwas größere Stadt, das könnte echt lustig werden. Wir stellen mal die Zeit um, dass wir es ein bisschen heller haben, ein bisschen gemütlicher und wir gucken können, was hier so abgeht. Gut, Freunde, ich würde aber sagen, wir beenden hier die Folge und dann sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim. Haut rein, euer Zero. Tschüss!